So after half a year, Volkswagen committed. Nach halb einem Jahr hat Volkswagen einige Tweaks gemacht an ihren Abgasmessungen. Und die beiden hier, wir werden einiges dazu erzählen. Wir werden nicht nur die Electronic Control Unit besprechen. Wir sehen hier eine davon, sondern Felix will auch einige Tricks erklären, wie man die Firmware rauskriegt aus den Geräten und wie viele, was man da machen muss und wie viel Aufwand das bedeutet. Und das ist euer Applaus. Und viel Glück. Du bist als Erster. So, du als Erster, okay. Hallo? Okay. Okay, also, ich bin Felix Domke. Und kriegen wir das Video bitte? Nein, okay, ich bin Felix Domke. Ich bin allein hier, weil ich selbst besonders daran interessiert bin, wie Volkswagen bei den Abgaswerten betrogen hat. Und vielleicht kriegen wir irgendwann doch noch das Video. Ich möchte betonen, dass ich das mit meinem eigenen Geld gemacht habe, weil es mich persönlich gemacht hat, weil es mich persönlich interessiert hat. Das heißt, ich habe das nicht für irgendjemand anderen gemacht oder im Auftrag. Und ja, gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich denke, es hat schon mal funktioniert. Yes, that's because some. Ja, das liegt. Einer von uns wollte unbedingt einen Mac benutzen. I wanted to use Keynote. Ja, ich wollte gerne Keynote benutzen, ist mir egal auf welchem Betriebssystem. Naja, also ich übergebe jetzt an Daniel, der wird den ersten Teil des Vortrags halten und dann mache ich den zweiten Teil. Hallo. Vielen Dank, Felix. Ich bin Daniel. Ich habe gearbeitet für einen großen bayerischen Autohersteller, der nicht Audi ist. Und für 14 Jahre habe ich IT-Strategie gemacht und betreut und vor allem bedeutend für diesen Vortrag. Ich habe die Elektronik und Elektrik betreut und habe in China gearbeitet und weiß deswegen ganz gut, wie dort die Autoindustrie funktioniert und werde euch das erzählen. Ich bin ein Ingenieur und viele von euch sicherlich auch. Und ich möchte euch zeigen, wie Ingenieure denken innerhalb von so einer großen Firma wie Volkswagen und wo Druck ausgeübt wird und welche Grenzbedingungen die haben. Und ich habe jetzt meine eigene Firma und es macht es etwas einfacher. Das als Disclaimer vorneweg. Also dies hier sind die Leute aus Großbritannien. Die nennen das Brandalism, das ist das McDonald's-M am Ende. Und diese Leute haben schon vor einigen Jahren angefangen, den öffentlichen Raum wieder für sich in Beschlag zu nehmen und mit Anzeigen und für das Eco-Treatment von VW und haben diese Einladung angenommen und haben Anzeigen gemacht in dem eigenen Stil von VW, aber nicht in der üblichen Message, die VW rüberbringen wollte. Ich bin ein Strategiemensch und was ist das hier? Was definiert die Autoindustrie heute? Wir sind in einem gesetzlichen Markt, okay? Und in den Industrieländern in Europa, in Nordamerika, jeder hat ein Auto und jeder, der ein Auto haben will, hat eins. Manche wollen nicht, aber wenn es um Autoverkäufe geht, dann geht es darum, ein schon existierendes Auto zu ersetzen. Und das Einzige, wo das anders ist, ist in BRIC-Staaten, Brasilien, Indien, in China und vor allem in China. Und die haben eine große Oberkapazität. Es gibt zu viele Produzenten und zu viele Fabriken. Und alle, die haben alle das Problem, die Fabriken auszulasten und die Autos zu produzieren und die zu verkaufen. Und die Warteschlange zwischen Produktion und Verkauf ist der große. Das sind die großen Parkplätze in Bremerhaven oder so, wo die Autos stehen. In 10.000 oder 100.000 Autos werden dort gelagert zwischen Produktion und Verkauf. Vor 10 oder 15 Jahren gab es das nicht. Autos wurden sofort aus der Fabrik direkt verkauft. Aber Leute haben sich von Autos weiter wegbewegt und es ist nicht mehr
so einfach Autos zu verkaufen. Und das liegt an sozialen Veränderungen. Als ich jung war, gab es die Dukes von Hazzard. Das Auto war der große Star der Show. Und auch in Knight Rider war das Auto der Star und nicht mal die hübschen Frauen. Und als Junger wollte ich ein Auto haben, ich wollte ein Kind haben. Und als ich älter wurde, habe ich herausgefunden, ich kann ein Auto haben, was so aussieht, wie Kind aussieht, aber es funktioniert nicht so, es hat nicht die ganzen Computer und so. Und das nächste ist Organisation, Megacities. Und wir leben heute in sehr dichten Räumen, zum Beispiel in Peking, und da sind 21 Millionen Leute auf einer Fläche, die ist wirklich nur eine Stadt ist. Und es ist nichts Großes dazwischen, da ist kein Fluss, kein Wald, es ist wirklich nur eine Stadt. Und Tokio und Yokohama, man kann auf der Autobahn 3 Stunden auf der Autobahn fahren, wenn man in die Stadt reinfährt, bis man wieder rausfährt. Und es ist wirklich eine Straße, für die man bezahlen muss, die oberhalb der Ebene verläuft. Und man kann 3 Stunden lang durch die Stadt fahren. Und in diesen Städten ein Auto zu betreiben, ist so ziemlich das Schlimmste, was man machen kann. Warum sollte man das wollen? Die Durchschnittsgeschwindigkeit eines Autos in Peking ist 12 Kilometer pro Stunde. Also, ja, wenn man ein guter Läufer ist, dann ist man schneller. Und das ist auch genau die Geschwindigkeit, die auch ein Pferdewagen erreichen kann. Also es gibt, wir haben die ganze Innovation der letzten 200 Jahre rückgängig gemacht, und der Innenraum ist etwas komfortabler, aber das wirklich von A nach B zu kommen ist genau dasselbe wie mit einer Kutsche. Und dann gibt es Technologieverschiebungen, es gibt große Visionen, denen alle folgen, wie Elektromobilität. Elektromobilität heißt, man kauft ein Auto, das 1,5-mal so teuer ist und fährt aber 400 Kilogramm Batterien mit rum für irgendwie ohne Nutzen, und man hat irgendwas in der Garage, was man braucht, um das wieder aufzuladen, weil es nur 100 Meilen weit fahren kann. Und das ist zurzeit noch nicht sehr überzeugend, das Kunden zu verkaufen. Es gibt selbstfahrende Autos, das ist auch eine große Vision, aber ich würde es wirklich eine Vision nennen. Das ist irgendwas, was noch nicht zu meiner Lebenszeit es geben wird vielleicht. Und dann gibt es Downsizing, und das bedeutet, jeder will den größten Motor haben, das größte Auto vor 10 Jahren. Man wollte den 6-Zylinder haben als Statussymbol, aber jetzt hat die Autoindustrie eine Deckelung, wie viele Abgase die produzieren dürfen. Und man kann das nur erreichen, wenn man kleinere Motoren verkauft. Denn für jeden, der diesen großen Motor kauft, die überhaupt diese Abgaswerte nicht erreichen können, dafür muss man ein kleines Auto, ein Elektroauto haben, weil die einen statistischen Vorteil haben, um die attraktiver zu machen, um das auszugleichen. Und der arme kleine Kerl mit dem kleinen Auto muss da sein für den reichen Menschen, der da seinen 6-Zylinder fährt und dem es scheißegal ist. Okay? Also, an Strategie gibt es 2 Sachen, die eine Automobilfirma machen kann. Es ist wirklich nur diese beiden. Man muss ein Ziel erreichen, ein Return on Capital Employed, man muss das wiederkriegen, was man investiert an Kapital, und die Menge Geld, die man in der Firma hat, ist das Kapital, was man eingesetzt hat von Leuten, von Investoren, die das eingesetzt haben in die Firma. Und das ist, wogegen alles, was die Firma macht, gemessen wird. Ist das ein Prozentsatz, irgendwie 30% oder so, das bedeutet, von dem Geld, was man hat, kriegt man 30% pro Jahr wieder raus. Und das Problem damit ist, wenn man diese Messung benutzt, dann das Geld, was man wieder kriegt, wird nochmal gezählt, weil es für dich arbeitet, und diese Firma bewegt sich
von der Technologie weg und muss stattdessen immer schneller werden und immer schneller, immer mehr Geld machen. Und man muss besser sein als die Mitbewerber, als die Konkurrenz. Es gibt etwa eine Dutzend Firmen und alle haben die gleiche strategische Position ungefähr. Wir müssen besser sein als die Konkurrenz. Und man weiß schon, dass statistisch die Hälfte einfach das nicht schaffen können, denn irgendjemand muss in der unteren Hälfte sein. Und das Einzige, was ich gesehen habe von 5 oder 6 Firmen in dem Strategie-Detail, ist die Sequenz von diesen beiden. Ist das eine wichtiger oder das andere von diesen beiden? Das hängt von den Märkten ab, ob man stärker wachsen will oder in anderen Märkten in der Europäischen Union. Da guckt man nur auf das Geld, wie viel Geld machen wir. Aber das ist wirklich alles, wie ein Ingenieur wirklich gesteuert wird von der Strategie. Und wenn man das aufteilt durch die hierarchischen Level, hierarchischen Ebenen, was wirklich zählt, ist, wie viel Geld brauchst du, um das zu machen? Wie viel Geld wird damit verdient werden? Und das wird dann aufgeteilt. Und kannst du was liefern, was uns besser macht als die Konkurrenz? Und ihr seht, was hier fehlt, ist, was will der Kunde oder was ist gut für die Gesellschaft? Und falls ihr es nicht gemerkt habt, ist das. Und ich wollte ein kurzes Quiz machen hier, bevor ihr alle einschlaft, jetzt nach dem Mittagessen. 11 Millionen. 11 Millionen im Zusammenhang mit dem Abgasskandal. Was ist das? Was ist diese Zahl? Was? Autos, die betroffen sind. Richtig. Also 11 Millionen sind die Volkswagen-Autos, die zurückgerufen werden müssen, um so einen kleinen Filter eingebaut zu kriegen oder ein Software-Update, um die Abgaswerte einhalten zu können. Und 1500, was ist das? Number of engineers? Die Anzahl Ingenieure? Nein, ist nicht ganz richtig. Anzahl Ingenieure sind mehr als 10.000 bei Volkswagen, in der Volkswagen-Gruppe. Cost for fixing it per car? No. Die Kosten, um ein Auto zu reparieren? Nein, das ist maximal 600. No? Well, that was too difficult. Dann war es zu schwierig. Und das sind die Anzahl der Festplatten und USB-Sticks, die eingesammelt wurden von 380 Mitarbeitern bei VW. Now the thing is, we've had in the press, was wir in der Presse hatten, war maximal 13 Manager, die verantwortlich sind für diesen Abgasskandal innerhalb von Volkswagen. Und dann haben sie 1500 Festplatten und USB-Sticks von 380 eingesammelt und das ist schon ein Jahr alt und es gibt keine neueren Zahlen, also es ist irgendwie nicht so ganz richtig, es gibt ein Missverhältnis hier. Das heißt, die erste Anzahl, wie viele Leute, 380 Mitarbeiter von in Wolfsburg bei VW und dann es gibt dieses, das heißt, und ja, wir haben deine Festplatte mitgenommen und du kriegst eine neue Festplatte aus der IT-Abteilung und ja. 6,7 Milliarden. Just shout. Einfach reinrufen. Fine, no, that will. Die Strafe, nein, das ist nicht richtig, das ist weniger. Yes, you're getting close. It's the money they put back. Du bist schon näher dran. Was ist da? Das ist die Menge Geld, die sie zurückgelegt haben, um die Rückruf und Strafen zahlen zu können. So, it's not that kind of much money per car. Es hört sich pro Auto nicht so viel an, das sind 600 Euro, aber insgesamt. Man geht als Kunde zum Autohändler und kriegt dann das Update und in den USA haben die VW-Fahrer schon 1.000 Euro Einkaufsgutschein gekriegt als Zeichen des guten Willens. Was ich von Martin Hase hier gelernt habe auf dem Kongress hier ist, wir müssen mal wirklich um den Text kümmern hier. Das obere ist das Deutsche und unten ist meine eigene englische Übersetzung. Das ist so genau wie möglich, aber es ist kein gutes Englisch. Aber es ist möglichst genau. Also Herr Pötsch hat gesagt, der ist Aufsichtsratsvorsitzender von VW.
und muss sich da jetzt darum kümmern, dass das alles gelöst wird. Und wir kann man hier sehen, warum das wichtig ist. Und er hat diese Analyse gemacht. Es war individuelles Fehlverhalten und Schwächen in Schwachstellen in einigen Prozessen. Und es gibt in einigen Teilbereichen, die Haltung in einigen Teilbereichen des Unternehmens. Und die Rechtsabteilung hat sich das ausgedacht und einige Teilbereiche, die Regelstöße tolerieren. Und es gibt nicht nur einen Regelverstoß, es ist ein Gesetzesverstoß. Und wenn du bestimmte Prozesse hast, einige Prozesse und einige Teilbereiche, und dann, das sagt einem auch schon was. Und da hat bestimmt jemand 2 Tage lang dran gesessen, an diesen Formulierungen, das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Legal Team. Die Rechtsabteilung sind wahrscheinlich diese hier. Jones Day, das ist eine große amerikanische Rechtsfirma. Und VW hat sie gefragt, ihnen dabei zu helfen. Das Lustige ist, dass es jede Menge Menschen auf dem ganzen Planeten gibt, die VW verfolgen wollen. Aber VW hätte lieber Jones Day seine eigene Rechtsabteilung. Das Problem ist nun, wenn die deutschen Strafverfolger ankommen und sagen, hey, wir würden gerne sehen, was passiert ist. Also gibt uns bitte alles, was ihr habt, alle Festplatten. Dann werden sie schön empfangen und werden in einem Raum geführt, wo alle Festplatten aufbewahrt werden, und dann kommt VW und sagt, ja, wir haben das für euch eingesammelt. Ich weiß nicht, ob sie alles zeigen werden. Ich weiß nicht, ob vielleicht irgendwo was verloren gegangen ist. Wir haben vorher von Anna gehört, dass in Deutschland einfach mal Festplatten in den Schredder fallen. Also so funktioniert das in der Regierung. Ich weiß nicht, wie es in Firmen funktioniert, aber wenn ich die in der Strafverfolgung wäre, würde ich dafür sorgen, dass es ein bisschen schneller vonstatten geht. Und weil Jones Day das nicht alles machen kann, muss mit den Leuten reden, man muss die Festplatten durchsuchen, haben sie Dilbert gefragt. Das ist eine sehr gute Firma mit einem guten Rechtswissenschaftsteam, aber das Wichtige ist, aus den 4 großen Beratungsfirmen sind das die einzigen Amerikaner. Alle anderen haben ihre Standorte woanders. Also haben wir eine amerikanische Rechtsabteilung und amerikanische Sachverständige. VW hat Angst vor Amerika. Sie haben nicht so viel Angst vor Europa oder anderen Ländern, aber sie haben Angst vor Amerika. Now, let's talk text a bit again. Lass uns nochmal über Text reden. We have no findings. Wir haben keine Erkenntnisse über die Involvierung vom Aufsichtsrat oder Vorstand vorliegen. Now, again, no findings. Keine Erkenntnisse. It's not we don't have any findings. Keine Erkenntnisse vorliegen. Es ist nicht, dass es keine gibt, sondern wir haben nur keine vorliegen. Und das andere, die Involvierung, das ist nicht mein deutsches Wort. Niemand benutzt dieses Wort, wenn er irgendwie mit seiner Familie redet. Der Trick ist, dass der Aufsichtsrat einen Grund hat zu existieren, nämlich Aufsicht. The board of management has a reason for existing, and that is das Management hat einen Grund, warum es gibt, und das sind Entscheidungen. Niemand ist jemals involviert. Wenn man in einer großen hierarchischen Firma an etwas arbeitet, dann gibt es keine Involvierung. Also können Sie per Definition keine Involvierung haben. Wenn er genau sein wollte, hätte er gesagt, ich als jetzt Teil des Aufsichtsrats garantiere, dass es keine Involvierung gibt. Und wenn das nicht stimmen sollte, dann stelle ich mich den Konsequenzen in. Das wäre gerade gewesen, aber das hier ist einfach nur Bullshit.
Okay, quiz time, 10. Okay, noch ein Quiz, 10. Erinnert ihr euch an den Kerl hier? Es gibt keine Involvierung in irgendetwas Merkwürdiges. Das sind alles kleine Ingenieure, alles kleine schlechte Leute unten, aber die kriegen wir schon. Also es gibt keine, ne, wir hier oben haben nichts gemacht. Also was ist in diesem Kontext 10? 10 Aufsichtsratsmitglieder, ein bisschen mehr. Levels of power is quite good. It's I think 8 or so. Ja, schon. No, it's actually the amount of planes that die Anzahl der Flugzeuge, die VW besitzt. All of them are jet planes. Alle davon sind Jetflugzeuge, denn ich meine, als Aufsichtsratsmitglied muss man stilvoll fliegen. Und weil nichts Merkwürdiges passiert bei VW, wird das von Lion Air Services betrieben aus Braunschweig. Und natürlich haben die ihren Firmensitz in Georgetown auf den Cayman Islands. Also da passiert nichts Merkwürdiges bei Volkswagen. Also ich will Felix gleich die Chance zeigen, ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Also zuerst will ich euch noch auf den aktuellen Stand bringen, wie alles funktioniert. Das hier ist der NEDC, der New European Driving Cycle. Das sind die Tests, die euer Auto durchlaufen muss für Abgaswerte. Also das Fahrzeug wird einen Tag vorher wirklich durchgepustet auf der Autobahn. Und dann machst du hier diese Testzyklen. Also zuerst beschleunigst du, dann bremst du wieder, beschleunigen, bremsen und so weiter. Und der letzte Zyklus ist optional. Und da fährt man mit einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km pro Stunde. Sehr, sehr kurz. Die Leute, die manipulierten Abgaswerte aufgespürt haben im VW Jetta und Passat, haben gesagt, dass das ein sehr leichter, unrealistischer Nutzungszyklus ist, weil niemand sein Auto wirklich so fährt, deswegen ist es sehr künstlich. Und das ist das Problem für die Ingenieure. Ein Ingenieur sagt, ja, das ist ein Standard, das ist etwas machen, was wir, um Sachen zu messen, aber es ist nicht realistisch, weil niemand so fährt. Das heißt, wenn wir hier weil sowieso kein Kunde so fährt, dann macht es auch nichts, wenn wir da die Abgaswerte ein bisschen manipulieren. Und es gibt einen tollen Report von ICCT namens Mind the Gap, so wie das, was man in London in der U-Bahn hört. Und was sie meinen, ist die Lücke zwischen dem, was rauskommt, wenn man die Abgaswerte so misst, und wenn man realistisch die Abgaswerte mixt. Und diese Lücke wird immer und immer weiter, weil Ingenieure immer besser dabei werden, die Autos für diese Testzyklen zu optimieren, während die Autos auf den Straßen zwar auch besser werden, aber eben nicht so gut, nicht in derselben Geschwindigkeit. Und die Manipulation in diesen Tests ist sehr häufig. Es tut mir leid, dass ihr das wahrscheinlich nicht so gut lesen könnt. Aber diese Folie habe ich aus einer Originalpräsentation von Transport Environment genommen. Und das sind die Tricks, die Leute benutzen, um die Abgaswerte niedrig zu halten. Zum Beispiel pumpen sie die Reifen 3 bar stärker auf, als man das auf der Straße tun könnte. Das heißt, man hat nur eine ganz, ganz kleine Fläche des Reifens, die auf der Straße aufliegt und dadurch natürlich einen geringeren Rollwiderstand. Es wird leichteres Öl benutzt und sie nehmen die Seitenspiegel ab, weil diese gesetzlich nicht existieren müssen. Das heißt, das ist weiterer Luftwiderstand, das heißt, weg damit. Alle Öffnungen des Autos werden zugeklebt, natürlich, weil der Wind dann viel besser daran vorbeikommt. Und alle diese Sachen sind entweder okay oder in einer Grauzone. Aber es wird gemacht und so werden Abgaswerte getestet. Und wenn ein Ingenieur sich das anschaut, sagt er, ja, das müssen wir halt optimieren. Ich meine, die wollen, dass sie eine kleine Zahl erreichen. Und ich habe ziemlich kluge Ideen, die mit Diesel und Klebestreifen
um die Zahlen klein zu halten. The results? Das Ergebnis ist das hier. Das ist aus einem aus dem Jahr 2013 vom ADAC. Company. And what you see is, und hier seht ihr, die kleineren blauen Säulen sind die, Abgaswerte, die ein Auto in diesem Testzyklus ausstößt. Und die dunkelblauen Balken sind die Abgaswerte, die ihr auf der Autobahn erreicht. Und ihr seht, dass die dunkelblauen Balken 10, 20, 30 Mal höher sind. Ihr müsst also verstehen, dass selbst in der Vergangenheit nie gedacht hat, dass die Daten, die gemessen werden, irgendwelche tatsächlichen Verbindungen zur Realität hatte. Die einzige Verbindung war, dass man wusste, dass was man im Testzyklus definitiv niedriger ist als das, was man in der Wirklichkeit messen würde. Aber das ist alles. Das ist kein Geheimnis. Das wusste man seit Jahren. Now, die Leute bei der Deutschen Umwelthilfe, die geholfen haben, herauszufinden, was VW gemacht hat, die wollten wissen, ob andere es auch getan haben. Und weil ich euch so viele Informationen geben wollte wie möglich, schauen wir uns jetzt dieses Produkt an. Das ist kein VW, das ist ein VW. Und wenn ihr das Auto vermesst, dann sieht es so aus, also wenn das Auto glaubt, dass es getestet wird, weil es die richtige Temperatur ist und die richtige Umgebung, dann kommen diese blauen Balken dabei raus. Und wenn man damit normal fährt und das in einem normalen Zustand macht, dann kommen diese grauen Balken raus. Und man könnte viele Sachen dazu sagen, wie das hier gemessen wurde, weil das natürlich nicht die genaueste Wissenschaft ist, aber man sieht ein Muster. Man erkennt, dass auch hier wieder 30- bis 35-fache Abgaswerte rauskommen. Das sieht man immer, weil das ist, was ein Motor in diesem Auto tatsächlich tut, wenn es einfach normal betrieben wird. Und die kleineren Balken sind die man bekommt, nachdem die Ingenieure all ihre tollen Optimierungen ausgeführt haben. Das ist also nur ein Test hier. Und ihr seht, dieser Test, wenn das Fahrzeug kalt ist, dann kriegt ihr frische Luft mit einem schönen Röstgeruch, Rostaroma hinten raus. Und wenn das Auto warm ist, dann kriegt ihr was ihr erwarten würdet, also Verbrennungsprodukte. Und warum ist das ein Problem? Das ist ein Problem wegen des amerikanischen Rechtssystems. Das ist ganz anders als das, woran Leute in Europa gewöhnt sind. In Amerika gibt es zwei Dinge, die ein bisschen merkwürdig sind, die zum Beispiel das deutsche Rechtssystem gut kennen. Das erste ist, es gibt Schöffen, das heißt, es gibt Juries, das also ganz normale Menschen, die darüber entscheiden, was richtig und falsch ist. Das heißt, was sie Leuten als Entschädigung zahlen, sind häufig astronomische Summen. Manchmal werden sie von den Richtern wieder reduziert, aber es ist nicht selten, dass man zum Beispiel in einem Unfall Millionen Entschädigungen bekommt. In Deutschland kriegt man vielleicht 100.000 Euro, wenn dir jemand das Auge ausgeschossen hat, aber das sind riesige Unterschiede. Und in Amerika gibt es punitive damages, das heißt, du hast etwas Schlechtes getan, du hast es absichtlich getan, dann wirst du dafür bestraft. In Europa läuft das anders. Das heißt, du hast etwas Verkehrtes gemacht, das heißt, du musst die Leute entschädigen. Aber es ist keine Bestrafung. Also eine Firma, die nicht versucht, irgendwas zu, die keine Tricks hat, dann ist ein bisschen blöd, weil sie nicht bestraft werden wird, sondern im schlimmsten Fall Entschädigung zahlen muss. Aber es kommt niemand ins Gefängnis. Falls ihr das hier nicht lesen könnt, das ist ein Foto von einem Schild in Kalifornien. Das in einem Laden sagt dieses Schild, dass alles, was du in diesem Laden anfassen könntest, dir Krebs geben könnte und alle Produkte mit Metall und alles kann
kann Schädigungen am Erdgut, so Schädigungen am Erbgut führen oder zu Krebs. Ja, das heißt, der Verbraucherschutz ist völlig anders als in Europa. Und das ist Volkswagen sagt auch, wir geben euch amerikanischen VW-Besitzern $100,000, weil wir sicher sein wollen, dass ihr wisst, dass wir uns um euch kümmern. Und $1,000 ist vielleicht ein bisschen zu wenig, sagt das Gericht, sagen die Geschworenen. Aber ja, und ein Richter in Deutschland würde sagen, was soll denn das? Warum? Und geht man einfach zum Händler, und wenn der Händler wirklich nett ist, kriegt man vielleicht einen Kaffee, wenn er dann neue Firmware einspielt. Und das ist das, was man in Europa bekommt. So, Statistik. Das Problem ist, was sie getan haben, schadet. Und es schadet, denn wenn man sich die Statistik anguckt, dann einige nette Leute haben das hier veröffentlicht, eine echte wissenschaftliche Veröffentlichung, und die haben geguckt, 59 Leute werden in den USA früher sterben wegen der zusätzlichen Abgase, weil die Körper und Haut schädigen, und die sozialen Kosten davon, weil sie Krebs kriegen oder so, und das ist etwa 450 Millionen Euro. Nein, das ist nur Statistik, also Lügen, verdammte Lügen und Statistiken, und wird Mark Twain zugeschrieben oft. Aber das Problem ist, das sind echte Kosten, das ist echter Schaden, wenn man Emissionsstandards verletzt, und das schadet der Gesundheit von Leuten. Und es ist nicht schwer, statistisch zu beweisen, aber es ist nicht irgendwas, was man macht, um Geld zu sparen und nicht um Leuten zu schaden, sondern man macht es, um Geld zu sparen. Also, das muss ich jetzt leider hier überspringen, das nächste Quiz. 15,9 Millionen ist das Gehalt von diesem Menschen hier. Und das ist eine Dame von BMW, und das wollte ich sagen, das ist, ja gut, Dieselgate, warum heißt das Dieselgate? Das ist Volkswagen-Gate, wir haben bei BMW nie irgendwas falsch gemacht. Und im November war es Abgasskandal, und dann anschließend war es Volkswagen-Abgasskandal. Und natürlich, das Problem ist, selbst 2000 hatte BMW geschummelt beim Motorrad. Und das war in der Zeitschrift. Und BMW hatte genau das Gleiche gemacht, was wir jetzt bei Volkswagen sehen. Denselben Code, den wir jetzt in den Computern haben, in ihren Motorrädern gehabt. Und wir sehen hier dieselben 40-fachen Anstieg von echter Benutzung statt genormter Tests. Und allerdings, ehrlicherweise muss man sagen, sie sind vor Gericht gekommen und haben es gefixt. Und jetzt haben sie diesen Cheatcode nicht mehr drin. Aber wir sehen dasselbe Muster. Wir haben zu wenig Zeit für Entwicklung, zu wenig Geld, was dafür ausgegeben werden soll. Das heißt, die Ingenieure versuchen zu tricksen, werden erwischt, und wahrscheinlich erinnert sich niemand an dies hier, aber das ist, erinnert sich keiner mehr dran, aber wenn das um Volkswagen geht und 11 Millionen Autos, dann ist das eine große Sache. Okay, I'll skip this one. Das überspringe ich jetzt auch gerade hier, das ist ganz nett. Ihr könnt euch die Slides angucken später, aber ich muss zu diesem kommen hier. So how does component also, wie werden hier einzelne Komponenten entwickelt? Es gibt ein riesen legales Rahmenwerk, und es ist ein Top-Down-Prozess. Man bekommt Anforderungen von den Leuten, die das Marketing repräsentieren. Man bekommt Anforderungen von den Finanzdirektionen, und die werden aufgebrochen in einzelne Dokumente, die mehr als 1000 Seiten umfassen. Und jedes einzelne Detail, das irgendwo existieren könnte in diesem Computer, in diesem Electronic Control Unit, alles, was es macht, alles, was auftauchen könnte, alles steht da drin, und nichts, was passieren könnte, ist nicht in ganz harten Anforderungen hier reingegeben wird. Und also es kommt in ein Tool, Rational Doors bei IBM, von IBM oder sowas, und alles ist in diesem Dokument, alles, was sich ändert, wird dokumentiert. Das heißt, außer es gibt eine Verschleierung, und
eine Verschleierungstaktik für die Öffentlichkeit. Ist es nicht möglich, dass VW nicht weiß, wer hier involviert war, dem Management? Und alles geht durch ein sogenanntes Q-Gate, ein Quality-Gate. Da sitzt ein Manager und der muss alles absegnen, jeder Fortschritt, der gemacht wird, und der bekommt Berichte. Mindestens alle 2 Wochen gibt es diese Berichte, und die gehen die Stufen rauf, die Management-Stufen rauf, und das ist absolut transparent. Und das ist ein top-down getriebener Prozess, und es ist völlig unmöglich, dass ein Ingenieur einfach da sitzt und sagt, ich bescheiße jetzt mal die Leute und schreibt irgendwelchen Code. Und der hat keine Motivation, das zu machen. Es gibt kein Geld dafür, er würde einfach nur seine Karriere riskieren, also wird er es nicht machen. Und deswegen gibt es diese Paper Trails, und jeder Ingenieur schreibt auf, ich mache das, weil mein Manager gesagt hat, ich soll das machen. Und deswegen hat Bosch diesen Brief geschrieben, 2007 an Volkswagen, und hat gesagt, wir haben euch diesen Code geschrieben, den ihr haben wolltet, wir sollten den euch geben, aber wenn ihr den in der Produktion verwendet, dann ist es illegal. Aber sie haben es trotzdem gemacht. Und dies ist, wie das tatsächlich dieses Auspuffsystem funktioniert. Es ist relativ wichtig, das zu verstehen, um zu verstehen, was Felix nachher erzählt, wie diese ECU funktioniert. Auf der linken Seite ist der Motor, rechts ist das Auspuffrohr, das Endrohr. Und das Erste, was man hat, ist, man hat Diesel-Oxidationskatalysator. Und der entfernt im Wesentlichen Kohlenmonoxid und reduziert das um 98% die Kohlenwasserstoffe davor, damit sie nicht den Rest des Prozesses beeinflussen. Und dann gibt es einen Filter, der einfach die Partikel einfängt, das, was Lungenkrebs verursacht, aber die müssen irgendwann dann abgebrannt werden, ungefähr so alle 700 Kilometer, wenn sich genug angesammelt haben. Also gibt es einen Trick hier, man sammelt die, sodass sie nicht hinten rauskommen, aber irgendwann muss man die verbrennen, sondern dann kommen sie doch hinten wieder raus. Das Positive ist, sie werden größer, und je größer die werden, desto weniger Risiko verursachen die, soweit man weiß, desto weniger Gesundheitsrisiko stellen die dar. Das heißt, das ist das DPF, der Partikelfilter, und das ist hier das Interessante, wo der Skandal im Wesentlichen rumgeht, das ist die selektive katalytische Reduktion, und das reduziert die Partikelmasse, das ist schön, und das Interessante ist Stickoxide, NOx, und das geht, diese werden reduziert um etwa 90%. Dafür ist das gemacht. Und das spritzt hier Harnsäure ein in den Luftfluss und hilft dabei, die Stickoxide zu reduzieren, indem es Nebenprodukte erzeugt, die im Wesentlichen Wasser sind, was hinten aus dem Auspuffrohr rauskommt. Und dies ist das System, das ist ein sehr komplexes technisches System, das gemanagt werden muss. Und dafür gibt es die ECU. Und die ECU, die sie ausgewählt haben, und jeder macht das eigentlich, ist die Motor-ECU. Links auf dem Diagramm war der Motor, dieses große Ding, und das ist aber im Wesentlichen der Lüfter, der in das System reinpustet. Und das will man kontrollieren, da will man managen, was passiert. Und dieses Ding ist ein komplizierter Prozessor, und es gehört zu den komplexesten, den kompliziertesten Geräten neben den Entertainment-Systemen im Auto. Das ist ein proprietäres System, und da ist ein physikalisches Motormodell drin, und hunderte oder tausende Ingenieure sitzen da dran und modellieren, wie der Motor funktioniert. Wirklich ein physikalisches Modell von dem Motor in den OEMs, den Original Equipment Manufacturers, die können diese Variablen anpassen und können sagen, mein Motor hat die und die Größe, mein Verbrennungsprozess sieht so und so aus, und der Code selbst ist unsichtbar für den OEM, für den Autohersteller. Man kann das kaufen von Continental oder von Bosch oder so. Und es gibt ungefähr 20.000 Variablen, an denen man drehen kann. Und das wird zu Tode getestet und simuliert, und das, weil es so, so wichtig ist. Denn man hat diese Maschine hier, die vielleicht 100 oder 200 PS hat. Und wenn man das falsch behandelt, dann wird es explodieren. Und zwar ziemlich heftig. Und deswegen ist dieses hier
das am besten getestete Teil in der Software, das man je finden wird. Und das bedeutet andererseits auch, alles ist dokumentiert, alles wird aufgeschrieben, alles wird gesehen von allen, die daran arbeiten, ob das in der Entwicklung ist, in der Integration oder in den Fabriken, die das dann da drauf spielen. Es gibt hier überhaupt nichts Geheimes. Alle Funktionen, die da sind, sind da, damit sie gesehen werden und damit gesehen werden. Und sie sind entsprechend benannt und darüber wird Felix gleich sprechen. Thank you. Danke. Okay, also ich werde den zweiten Teil dieses Vortrags machen. Ich bin Felix und meine Motivation war etwas anders. Ich bin neugierig und ich denke, wir können einfach viel finden, viel Source-Material finden in der Presse oder in den Pressemitteilungen von Volkswagen, aber es sollte einfacher sein, denn die Autos sind einfach da, diese 11 Millionen Autos sind einfach da. Die haben diesen Schummelcode drin und wir sind Hacker und wir kennen uns mit Code aus und die Wahrheit ist in dem Code. Und mein Ansatz war, lasst uns einfach so ein Auto nehmen, lasst uns auseinanderbauen, lasst uns die Firmware rausholen, in einen Disassembler werfen und vielleicht was messen und rausfinden, was das Auto tatsächlich macht, anstatt auf diese Informationen aus zweiter Hand uns zu verlassen. Also, was machen wir da für diesen Ansatz? Zuerst brauchen wir so ein Auto, was betroffen ist. Man muss dieses Auto fahren und auf offener Straße das zu fahren ist schwierig, wenn man bestimmte Zyklen fahren muss. Deswegen machen wir es auf einem Rollenprüfstand und dann kann man das fahren und das Auto bewegt sich, aber die Räder bewegen sich, aber das Auto bewegt sich nicht und das haben wir gemacht und wir haben sehr interessante Messungen gemacht. Aber wir als Hacker können noch einen weitergehen. Wir können direkt den ECU angucken, den Computer. Und wir können nicht nur das machen, sondern wir können auch fragen, andere Leute fragen, die mit diesen Dingern gearbeitet haben. Und vielleicht bekommen wir noch mehr Informationen darüber. Und ich werde darüber in einer Minute sprechen. Aber zuerst, dies ist mein Auto und glücklicherweise war das betroffen von der Rückrufaktion. Das heißt, ich war glücklich, dass ich diesen Brief bekommen habe, dass ich zu meinem Händler gehen muss und das Update kriegen muss, denn Firmware-Updates sind immer aufregend und ich finde es super, wenn ich Sachen aktualisieren kann in einem Auto, das ist toll. Well, naja, das war einfach doof, dass es mehr Abgase gemacht hat, mehr Schadstoffe, aber ich hatte die Möglichkeit, wirklich mir das anzugucken. Na gut, ich hätte ein Auto mieten können, aber so war es viel einfacher. Also ich bin zu einem Rollenprüfstand gegangen mit meinem Auto und es gibt hier Geschwindigkeitslimits und ja, das macht es viel einfacher, weil man keine Geschwindigkeitsbeschränkungen hat und so. Und ich habe darüber nachgedacht, das auseinanderzureißen und wollte das eigentlich nicht machen. Aber was ich stattdessen gemacht habe, ist, ich bin zu eBay gegangen und habe eine zusätzliche ECU gekauft. Hier ist sie. Und vielleicht kann man das mal zeigen und man kann nach dem Vortrag einfach gucken, nach vorne kommen und sich das angucken. Das ist der Hauptprozessor und es ist Flash mit drin und auf der anderen Seite sind die Aktuatoren und die Treiber und es gibt noch einige Standardschaltkreise und so. Ja. So. Okay. Und es ist einfach, die ECU ist von Bosch, ist ein EDC717C46 und das ist einfach der Name der Hardware. Und man kann die bei eBay kaufen, man kann es einfach 12 Volt anschließen und es wird booten. Und naja, es wird sich beschweren, dass einige Sensoren fehlen, aber man kann sehen, dass es was tut, dass es Code ausführt. Und es hatte nicht dieselbe Firmware wie mein Auto, aber es war ganz ähnlich. Und der Chip ist dieselbe wie die CPU und das ist ein Infineon Tri-Core und ich weiß nicht genau, was es ist, aber also ich konnte den Flash einen Flash-Dump machen davon und indem ich einen Hardware-Bug ausnutzen konnte, der war nicht dokumentiert, das war ein Zero-Day, aber es war gar nicht so kompliziert und dann hatte ich die Firmware, das waren 2 Megabyte Binary und ich habe einen Disassembler drauf losgelassen und was man sehen konnte, war interessant. Der Code war sehr unterschiedlich geschrieben von anderem Code, den man so kennt. Normalerweise gibt es viel Flow Control und
sieht mehr oder weniger wie Spaghetti Code aus. Aber dies war das totale Gegenteil. Das war wie ein elektrischer Schaltkreis, ein in Code gegossener elektrischer Schaltkreis. Anstatt dass es gibt Eingabesignale und werden verarbeitet und dann gibt es Ausgabesignale, so alle 10 Millisekunden oder so. Und es war eine interessante Art, diese Software zu schreiben. Und es ist sehr data-driven. Das heißt, ein großer Teil der Firmware ist gar nicht Code, sondern sind Daten. Und es gibt keine Konstanten in diesem Code, es gibt immer einen Verweis auf den Datensatz. Und wie Daniel schon gesagt hat, Bosch hat diesen Code geschrieben. Der Code ist nicht direkt sichtbar für Volkswagen, aber sie können die Daten sehen. Sie wissen, was die Daten tun und haben Werkzeuge, um diese Daten zu ändern. Und das heißt, Volkswagen und andere Firmen können das anpassen. They cannot just customize. Und sie können es nicht nur anpassen, sie können das gesamte Verhalten ändern von dieser ECU, bei einfach die Daten zu ändern. Sie müssen gar nicht den Code ändern dafür. Und was ist ein ECU? Das ist ein kleiner Embedded Computer in dem Auto, der sich um den Motor kümmert und es heißt eben Electronic Control Unit oder Engine Control Unit und es kriegt natürlich Sensoreingabedaten, zum Beispiel Gaspedalstellung und berechnet dann die Menge Treibstoff und Luft, die der Motor kriegen soll, um dann so zu laufen, wie man es will. Und natürlich sind diese noch viel komplizierter. Und ein wichtiger Faktor ist, der diese ECU macht, ist Abgaskontrolle, Emissionskontrolle. Und der Cheatcode, der da drin war, der Schummelcode, und wir würden vermuten, den in der ECU zu finden. Und wenn man 2 Megabyte Firmware-Binaries anguckt, die keine Strings drin haben, das tut weh, das ist richtig anstrengend und ist nicht so einfach. Und was ich stattdessen gemacht habe, war, habe ich Realtime-Logging gemacht. Man kann einfach die Daten lesen aus der ECU, indem man einen OBD2-Port anschließt, der neben dem Lenkrad ist. Und während das läuft, kann man Daten auslesen. Man kann langweilige Daten auslesen, wie die Drehgeschwindigkeit, die Drehzahl des Motors. Und es gibt einen Mode, der etwas versteckt ist, einen Modus, aber man kann relativ einfach rein. Man liest einfach eine Adresse aus dem Speicher aus. Und die Daten, an denen wir interessiert waren, die konnten wir einfach aus dem Speicher auslesen. Und wir müssen verstehen, wo die interessanten Sachen sind. Das heißt, wir nehmen den Disassembler und können das finden. Das heißt, wir haben A2L-Files, die uns helfen. Der Chip benutzt die in großem Umfang, wenn sie die Mappings ändern, wenn sie verschiedene Modi benutzen wollen, entweder mehr Leistung oder größere Lebensdauer, dann werden einfach Dinge geändert in der ECU-Firmware. Und die haben dann Reverse Engineering gemacht und man bekommt aber auch diese Dateien und ich könnte zeigen, wo wir die herhaben. Aber wenn man die entsprechenden Google-Terms sucht, dann kann man die finden. Und ich war nicht in der Lage, eins zu finden, exakt für meine Firmware, aber ich habe welche für eine ähnliche Firmware gefunden. Und wenn man sich dieses File anguckt, dann sieht man Symbolnamen und das ist ein Map-File, ein ganz tolles. Das ist die deutsche Beschreibung hier von diesem Symbol und die Einheiten und die Speicheradresse. Und mit der Hilfe dieser Files konnten wir praktisch jeden internen Zustand auslesen aus der ECU. Wir mussten es noch deuten, aber wir wissen, wo die Daten sind und wo wir danach suchen. Es ist überraschend, wie komplex so eine ECU ist. Zum Beispiel dieses Ding hier, was zeigt das an? Ja, jeder würde sagen, das ist die Drehgeschwindigkeit, also sagt, wie schnell sich der Motor dreht. Aber das stimmt nicht ganz. Wenn wir genau hinschauen, sehen wir, dass dieser Code die Drehgeschwindigkeitssignale nachbearbeitet. Es sind 12 Kilobyte dicht geschriebener Code, der viel internen Status hat, der versucht, den Drehgeschwindigkeitswert zu etwas zu konvertieren, was der Kunde sehen will. Zum Beispiel willst du nicht, dass deine Drehgeschwindigkeit im Ruhezustand hin und her schwankt, obwohl sie das in der Wirklichkeit tut. Und so glättet dieser Code die Drehgeschwindigkeit. Also merken wir, dass viele Sachen hier passieren könnten, die
viel geschummelt werden könnte, ohne dass man das merkt. Zum Beispiel zeigt deine Geschwindigkeit nicht wirklich, dein Auto nicht wirklich die Geschwindigkeit an, sondern nur sowas Ähnliches. Na, selektive katalytische Reduktion, das ist, wenn du das machst, dann kriegst du am Ende jede Menge Stickoxide und das ist schlecht, deswegen gibt es einen Weg, das die loszuwerden und das ist ein SCR-Katalysator und ich habe das hier ein bisschen vereinfacht. Ihr könnt viel mehr Informationen dafür finden. SCR ist ein Prozess, der die Stickoxide reduziert. Something called DEF or AdBlue is a term for it. Mit AdBlue, das ist eine Flüssigkeit, die du da reintust. Das ist im Grunde It's a urea water solution. And eine etwas in Wasser gelöst. At a high temperature converts und AdBlue to ammonia and then reacts with the reagiert bei, oder wird zwar bei hohen Geschwindigkeit, sehr hohen Temperatur zu Ammoniak und das reagiert mit den Stickoxiden. There's a problem here because aber es gibt ein Problem, denn die Dosierung von AdBlue muss korrekt sein. Das ist sehr schwierig. Wenn man zu wenig davon benutzt, dann wird die Umwandlung nicht vollständig und am Ende bekommt man immer noch eine Menge Stickoxide. Ich meine, das ist doch besser als gar nichts, aber es ist trotzdem nicht gut. Und wenn man das nicht tut, kriegst du am Ende Ammoniak übrig. Das will man wirklich nicht. Das heißt, das größte, das Hauptziel der Emissionskontrolle ist so viel wie möglich Stickoxid rauszulassen und so wenig wie möglich Ammoniak. Die richtige Dosierung zu berechnen funktioniert wieder mit einem Modell. Das heißt, sie haben ein Modell von dem Katalysator, von dem internen Status, von allen Dingen. Sie haben eine ganze Menge Sensoren und Ausgänge von den anderen Modulen. Und das Modell nutzt das mit einer Menge internem Status und dann berechnet es, wie viel AdBlue es braucht, um so viele Stickoxide wie möglich umzuwandeln, ohne dass Ammoniak rauskommt. Und auf der ECU funktioniert es normalerweise so, dass ein System die Sachen kontrolliert und ein anderes System die Sachen überwacht. Und das ist unabhängig von dem Hauptsystem und es ist unabhängig wie möglich. Auf der Hardware eben geht. Und wenn die Umwandlung nicht gut genug ist, dann wird es das als OBD2-Fehler bekannt machen und dann bringt man sein Auto zum Mechaniker und der repariert das. Und aufgrund der Testergebnisse hätten wir gedacht, dass diese Systeme die Ineffizienzen hervorheben, aber das tun sie nicht. Das heißt, das Hauptmodell funktioniert nicht immer. Es gibt Umgebungsbedingungen, bei denen das nicht funktioniert. Es gibt außerhalb dieser Bedingungen, zum Beispiel, wenn der Motor zu heiß ist oder wenn der Katalysator zu groß ist, dann kommen keine vernünftigen Ergebnisse raus. Und es kann passieren, dass das AdBlue überdosiert wird. Es gibt ein Alternativmodell, das viel, viel einfacher ist und nur ein paar Sensoreingänge benutzt und nicht auf so vielen Variablen benutzt, um perfekt zu sein. Und es wird immer noch eine AdBlue-Dosierung berechnen, aber das Hauptziel von diesem Alternativmodell ist, dass es immer funktioniert, ohne dass jemals Ammoniak überdosiert wird. Und beide dieser Modelle werden berechnet und dann wird eines davon ausgewählt. Und das Ergebnis dieser Auswahl kontrolliert dann die AdBlue-Pumpe. Und es gibt Code, der kontrolliert, welches dieser Modelle benutzt wird. Und es gibt eine Statistik, welches Modell wie oft benutzt wurde. Und das hängt natürlich alles von den Daten ab. Also es gibt Code, der die Sachen auswählt, aber die Daten sind entscheidend. Also schauen wir uns mal die Selektionskriterien an. Viele dieser Parameter sind Dummy-Variablen, also Sachen, die nie passieren können. Zum Beispiel der Atmosphärendruck kann nie negativ sein. Oder ich hoffe, dass die Lufttemperatur niemals kleiner als 0,1 Kelvin ist oder höher als 3000 Kelvin. Aber eine Sache stach heraus.
which does not exist. Wenn die, Motortemperatur kleiner, also eine negative Temperatur ist, das kann aber nicht passieren. Das hört sich komisch an. Ich dachte, vielleicht habe ich es falsch verstanden oder vielleicht habe ich im falschen Ort geschaut. But if we look at aber wenn wir uns results, das Zwischenergebnis anschauen, gibt es eine bestimmte Stelle, die uns sagt, welches Modell, welches Modell ausgewählt wurde. Und dieses Bit ist immer gesetzt. Aber das ist komisch. Dann schauen wir uns mal die Statistik an. Das Auto zählt zu jedem Zeitpunkt, welches Modell benutzt wurde. Also in 20% der Fälle wurde gar nicht dosiert. Und das sind meistens die Aufwärmzyklen. Aber jedes Mal, wenn es etwas tut, dann ist es das Alternativmodell, von dem wir wissen, dass AdBlue unterdosiert, weil es kein Ammoniak rauslassen will. Ich meine, das ist sinnvoll. Also die, weil mein Auto viel zu wenig AdBlue verwendet. In my case, it only used 0.6 liters per 1000 kilometers, which is great for me. Bei mir hat es 0,6 Liter auf 1000 Kilometern verwendet, weil es normalerweise 2,5 benutzen sollte. Das ist toll, weil ich nicht darauf nachfüllen muss, aber es ist trotzdem, merkwürdig. Schauen wir uns das mal genauer an. Manchmal sehen wir, dass das reguläre Modell aktiv ist. Also muss es noch ein anderes Kriterium geben. Es gibt noch einen weiteren Term, den ich vorher nicht gesehen hatte. Es gibt eine weitere Bedingung für das Alternativmodell. Wenn wir uns die Bedingungen anschauen, dann finden wir jede Menge Diagnosesachen, die interessieren uns nicht auf der Straße. Aber eines der Kriterien, die wirklich merkwürdig waren, schaut, ob die Motor- und Benzintemperatur höher als 15 Grad ist. Schaut auf den Luftdruck. Wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind, dann geht es zurück zu dem Hauptmodell, das die vernünftige Dosierung berechnet. Es gibt sieben Kurven, die über die Distanz, die nach einer bestimmten Zeit gefahren wurde. So sieht es in Assembly aus, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, aber I'm not sure if sie nennen es Akustikfunktion. Ich weiß nicht, ob es wirklich was mit Akustik zu tun hat. Und ich habe nichts mit Ton gefunden. Ich glaube, es ist nur ein Name. Ja, vielleicht ist es einfach nur ein Name, ja. Aber jetzt gucken wir an diese oberen und unteren Grenzen und wir sehen das Folgende hier. Das sind drei Kurven, hat eine obere und untere Grenze und im Wesentlichen ist die Entfernung, die man nach einer bestimmten Zeit gefahren sein muss, und wenn man aus einer der Kurven rausgeht, dann geht es wieder auf das alternative Modell, das AdBlue unterdosiert. Und das ist seltsam und ich wusste nicht genau, was das hier war. Lass uns wieder zu was anderem zurückgehen. Das hier ist NEDC, der normale Testzyklus, und es ist vorgeschrieben, man will also einen Kaltstart testen. Wenn man beim Kaltstart das Auto auf 20 Grad aufheizt und es dann bei 20 Grad hält, also 20 Grad Celsius. Und das ist Geschwindigkeit gegenüber der Zeit, und das heißt, man muss, um die Entfernung zu kriegen, muss man das integrieren, und dann bekommt man dieses hier. Und wenn wir die Firmware darüber legen, dann sehen wir genau das hier. Also, was wir hier sehen, ist, wenn man genau diesen Testzyklus fährt, dann ist man exakt zwischen den Ober- und Untergrenzen von dieser Kurve. Man kann das überall machen, auf der Straße oder irgendwo, wenn man genau diese Distanz fährt, dann wird mit diesem Zyklus, dann wird das Auto genau das erkennen. Man kann das auf der Straße machen, aber das ist gefährlich, weil man genau diese Geschwindigkeitsmuster einhalten muss. Also habe ich das auf dem Rollenprüfstand gemacht. Ich habe meinen Laptop angeschlossen und das in Echtzeit geloggt, und so sah das aus. Und in der Mitte sieht man hier einen Balken, und man muss genau den Balken in der Mitte halten, und dann bleibt man genau zwischen der unteren und oberen Grenze und einfach nicht raus
nicht rauskommen. Und eine der anderen grünen Kästen sagt, dass die Software immer noch merkt, dass sie in diesem Testzyklus ist. Und was ich am Ende gemacht habe, ist, ich war in diesem Zyklus für eine Zeit lang und dann habe ich die Daten mitgeschrieben und am Schluss bin ich einfach eine konstante Geschwindigkeit gefahren, sodass man aus diesem Kurven rauskommt. Und auf dem ersten sieht man, wie ich versucht habe, in dem Rahmen zu bleiben. Und auf dem zweiten sieht man die Entfernung über Zeit und ich bin innerhalb dieser Grenzen geblieben, die die Firmware vorschreibt. Und man kann auf dem dritten Diagramm sehen, das ist die AdBlue-Pumpe, die man sieht, dass sie relativ viel einspritzt und berechnet die Menge AdBlue an dem Ausgabewerten des Modells. Und im vierten Graph sieht man den Stickoxidausstoß aufgrund des Modells berechnet und das Modell berechnet, aufgrund des Modells berechnet die Software dann, wie viel AdBlue eingespritzt werden muss. Und man sieht, dass das genau diesem Testzyklus entspricht. Und dann am Ende bin ich zu schnell gefahren und man kann an dem zweiten Graphen sehen, dass ich über den oberen hinausgegangen bin, über die obere Grenze. Und das K erkennt das sofort, dass ich nicht mehr in diesem Testzyklus bin. Und das Interessante hier dran ist, was man sieht, dass der Effekt auf die AdBlue-Dosierung ist, dass das praktisch vollständig aufhört, AdBlue zu dosieren. Und das Modell berechnet immer noch, dass AdBlue eingespritzt werden sollte, aber nachdem das Modell umgeschaltet wurde auf das alternative Modell, spritzt einfach überhaupt kein AdBlue ein. Es macht einfach gar nichts. Und dieses zeigt, wenn man diesem Testzyklus folgt, dann ist alles okay genug, Urea wird eingespritzt und sobald man diesen Zyklus verlässt, gibt es eine massive Reduktion der Harnsäureeinspritzung. Und das ist alles innerhalb des Zyklus. Und wir haben nur noch zwei Folien. Also ich muss das ganz deutlich sagen, über die Begrenzung sprechen, das ist alles disassemblierter Code und ich habe vielleicht hier was falsch gemacht, also immer mit Vorsicht genießen. Wir können keine exakten Messungen machen auf dem Rollenprüfstand, aber ich habe ein spezielles Auto benutzt, was dieses SCR-Processing benutzt und es gibt noch andere Prozesse in anderen Autos und ich habe nur die Autos für den deutschen Markt angeguckt und das ist vielleicht etwas anders, aber lass uns einfach nochmal die Ergebnisse zusammenfassen. Die meiste Zeit in einem normalen Auto ist ein Alternativer, ein Nicht-Standard-Modus aktiv, der nicht so effektiv ist wie der Standard-Modus. Und wir haben den Code gesehen, mit diesem Code, und es gibt diesen komischen negativen Temperaturbedingungen, die gar keinen Sinn macht, die immer falsch ist. Und man kann sehen, man kann zählen, wie oft das alternative Modell aktiv ist. Und wir können sehen, dass es eine Unterdosierung von AdBlue in diesem Modus stattfindet und deswegen die Stickoxidreduktion nicht richtig funktioniert. Und habe gesehen, was passiert, wenn man den auf den Rollenprüfstand tut. Und das ist nur im Hauptmodus aktiv. Und das heißt, das Auto überschreitet die Grenzwerte. Und das heißt, das alternative Modell ist selektiert, was dann zu wenig AdBlue eingespritzt wird und die ineffiziente Umwandlung passiert. Und wenn man genau diesem Testzyklus folgt, mit gefahrener Strecke über die Zeit, dann ist das Hauptmodell aktiv, das eigentlich immer aktiv sein sollte. Und wir können den Code sehen, haben den gesehen, der verantwortlich ist dafür, mit diesen komischen oberen und unteren Grenzwerten. Und wenn man die oberen und unteren Grenzwerte darüber legt, über die gefahrene Strecke, und dann kann man genau sehen, wie sich der Zustand der Modus umschaltet und wir können genau sehen, wie die AdBlue-Dosierung sich ändert, sobald wir diesen Testzyklus verlassen und sozusagen im Straßenmodus ist und dann wird fast gar kein AdBlue mehr dosiert. Und sobald man im Hauptmodell ist, sind alle Effizienzchecks wieder an und die Urea-Einspritzung wird wieder kontrolliert. Und dieser Modus ist nicht aktiv, weil es im Alternativmodell läuft. Und das stimmt überein mit den Volkswagen-Presseerklärungen und die sind nur die Details, die wir aus der Firmware extrahiert haben. Vielen Dank. Wow.
Okay, wow. Ja. Vielen, vielen Dank, Daniel und Felix. So. Okay. Also. Es tut mir wirklich leid, wir haben jetzt wirklich keine Zeit mehr. Es gibt keine Zeit für Fragen und Antworten. Wir müssen die Bühne räumen. Fragen und Antworten hier unten. Aber leider können wir es nicht mehr hier machen. Es gibt bestimmt viele Fragen, aber es geht wirklich nicht mehr. Wir müssen in 4 Sekunden jetzt den Stream zumachen. Vielen Dank, Felix. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank.